Heute möchte ich euch erklären, wie eine Escort-Dame, die 10.000, 15.000 Euro im Monat verdient, es wirklich da schafft, auf einmal nur noch 2.000, 3.000 Euro im Monat zu verdienen. Immer wieder habe ich Escort-Damen, die anfangen und ein Honorar von 2 Stunden 500 Euro haben und immer wieder mehr und mehr Anfragen haben. Man schaut ins Internet, steht da irgendwo ein tolles Feedback, aber es ist nichts zu finden. Deswegen möchte ich allen Escort-Damen, aber auch allen Prostituierten sagen, es gibt einen Kundenstamm, der sich tatsächlich untereinander per E-Mail austauscht. Wenn ein Service oder eine Dienstleistung von einem Unternehmen oder wie von einer Escort-Dame nur schlecht ist, spricht sich das rum. Und auch ich als Agenturleitung sehe das und gehe das immer mit den Escort-Betreuerinnen durch. Wenn ich dann teilweise mit den Escort-Damen telefoniere, merke ich natürlich, ja, dich würde ich auch nicht buchen. Doch wie entwickelt sich sowas? Das möchte ich dir heute erklären. Jetzt gehen wir mal davon aus, BB Escort hat eine neue Escort-Dame. Man muss ganz klar wissen, neue Escort-Damen, das ist immer der Renner für die Kunden. Ja? Jeder bucht sich, die Dame hat zig Anfragen und kann sich vor Anfragen bzw. Dates kaum retten. Da das passiert, geht man mit dem Honorar der Escort-Dame hoch bzw. die Escort-Dame sagt, hör mal zu, ich möchte ein höheres Honorar, weil ich habe jeden Tag 5 Anfragen und ich will ja nur 2, 3 Dates in der Woche, wenn überhaupt. Somit geht man vom Honorar 2 Stunden 500 Euro hoch auf 2 Stunden 600 Euro. Die Dame hat ihr Fotoshooting und die Bilder sind natürlich noch mal besser als die privaten Bilder und auf einmal werden es noch mehr Anfragen. Was passiert? Das Honorar der Escort-Dame steigt von 2 Stunden 600 Euro auf 2 Stunden 700 Euro. Man sieht als Agentur, okay, die Dame hat jeden Tag 5 Anfragen. Wir schauen uns das auf eine Woche an. Die Dame hat 35 Anfragen in der Woche. Davon nimmt sie vielleicht 10 Anfragen an und von den 10 Anfragen werden es vielleicht 3 Dates. Das geht so 2, 3 Monate gut. Und irgendwann geht es und es wird immer, immer weniger. Man sieht die Feedbacks der Kunden oder man bekommt gar keine Feedbacks. Ich weiß zum Beispiel, wenn keine Feedbacks der Escort-Damen kommen, dann möchte der Kunde auch dazu nichts sagen. Ist er super begeistert, schreibt er ein Feedback. Ist er super enttäuscht, dann schreibt er auch ein Feedback. Aber wenn man so ein Mittelmaß ist, dann ist es die Tipserei nicht wert. Die Dame hat immer weniger Dates. Die Escort-Kunden sprechen teilweise miteinander und sagen, oder auch die Escort-Damen sprechen miteinander und erzählen dem Kunden, du, ich war letztens mit der Petra auf dem Date, die würde dich nicht buchen, die schaut nicht so gut aus, der Service war grottig. Es gibt aber auch andersrum, die Escort-Kunden, die Escort-Dame fragen, wen soll ich denn als nächstes buchen? Wen würdest du mir empfehlen? Und dann sind die Escort-Damen wirklich so, dass sie entweder ihre Freundinnen empfehlen, ja, oder dann vielleicht Escort-Damen, wo die sagen, wow, das war ein toller Service. Von diesen Escort-Damen, die immer weniger Dates haben, die wir dann als Agentur auch irgendwann rausnehmen, weil es keinen Sinn macht. Und wir natürlich auch sagen, der Service der Escort-Dame ist bestimmt super scheiße vielleicht. Die kommen dann raus. Man möchte ja den Kunden nicht verärgern. Aber auch dazu habe ich eine geile Geschichte. Ich habe eine Escort-Dame gehabt, die hat vor 5, 6 Jahren bei uns gearbeitet, hat ein Honorar von 2 Stunden 600 Euro gehabt. Früher war es so, dann war das Honorar natürlich niedriger. Wir wissen ja alle, dass die Inflation gekommen ist. Und die Dame hat viele Dates, es läuft super bei ihr, sie schaut super gut aus, ist ganz nett, aber jetzt kein, also für mich kein Hinreißer. Und sie ruft zufälligerweise bei mir an und sagt, du hör mal zu, Bell, ich möchte ein höheres Honorar, ich möchte in das Honorar Spezial. Also ich möchte Spezial, weil ich bin das wert. Da sage ich, du, das schaut nicht so gut aus, weil du wirst kaum Anfragen haben. Da ich sie schon kenne, beziehungsweise schon von früher kenne, weiß ich, die Dame, die braucht wirklich scharfe Worte, beziehungsweise Klartext, damit sie es auch tatsächlich versteht. Klartext bedeutet,
ich erkläre dir nochmal, tu einmal zu, ich kenne dich, wie du beim Date bist, kannst du dir auch selbst vorstellen und beziehungsweise weißt du bist eine Dame, die bucht mal einmal, aber kein zweites Mal. Ja? Du machst keinen schlechten Service, aber das Date ist jetzt nicht der super Luxusurlaub oder das super Luxus-Date, wo man sagt, die muss ich unbedingt nochmal treffen. Somit werden deine Dates ausbleiben. Aber Bell, ich bin super toll und das Honorar Spezial für 2 Stunden 700, für 2 Stunden 800 € ist genau das Richtige. Okay, ich sag zu ihr, du mal zu, eins kann man ganz klar sagen, 800 €, wir suchen keine Karteileichen. Wir probieren es mit 2 Stunden 700 €, wir schauen uns aber die Feedbacks nochmal an. Bei der Dame ging es nicht ums Honorar, bei der Dame ging es nur ums Spezial. Sie geht davon aus, sie wäre in der Stadt die einzige Dame im Spezialhonorar. Und das würde natürlich auffallen. Der Kunde wird sie buchen, weil er sieht, dass sie die teuerste ist. Ganz klar, hat nicht funktioniert. Die Dates sind ausgeblieben, aber wirklich komplett ausgeblieben. Ich erkläre den Damen, das Honorar hoch und runter zu machen, ist auch keine Option. Deshalb hat man dann gesagt, okay, man geht wirklich im niedrigeren Honorar. Die Kunden sind zufrieden, aber eine Wiederbuchung ist hier nicht unbedingt vom Kunden gewünscht. Das liegt natürlich auch daran, dass wir bei BB Escort 150 Escort-Damen haben und da die Auswahl so groß ist, hat da der Kunde die Möglichkeit, nochmal was anders auszuprobieren. Das ist anders wie bei Agenturen, wo 20 Escort-Damen online sind und von den 20 gibt es 10 schon mal nicht. Ja, man nennt das Karteileichen, damit die Webseite besser ausschaut. Das gibt es bei uns nicht. Deswegen schauen wir schon, dass alle Damen, die bei BB Escort arbeiten, auch eine gewisse Anzahl an Terminen haben. Man geht es mit denen nochmal zusammen durch. Hast du hierzu Fragen? Schreib es mir in die Kommentare.